Nun zurück zur Herberge. Pilot. Und einmal warten. Ein Fangeisen und ein Pfeil. Das stammt sehr wahrscheinlich von Wilderern. Aber das Paar, was Bande dahinter steckt, ist damit noch nicht bewiesen. Und diese alte Metaflasche bringt uns gar nicht weiter. Ein verdrecktes Überbleibsel aus einer Zeit, als Buskarons Horst doch gar nicht existierte. Ah, Silver. Wer ist denn eigentlich dieser Pava? Pava Mujuk, die Anführerin der berüchtigten Wilderer Bande des Finsterwalds. Sie ist die Meisterin des Bogens und führt ihre Mikote-Meute mit strenger Hand. Sie wurde einmal fast gefangen, aber sie überlistete den unerfahrenen Wachtposten und verschwand ohne jede Spur. Das ist alles. Ach, tatsächlich? Jedenfalls haben wir jetzt lange genug nach Hinweisen gesucht. Woher wissen wir, dieser Pava überhaupt hier war? Ich würde sagen, wir überlassen das Ganze dem Klageregiment oder Nofika Scham. Berüchtigt oder nicht, Wilderer zu jagen, ist nicht unser Bier. Bier? Das ist wohl unser Bier. Es geht um die Sicherheit unseres Waldes. Wir müssen diese verschlagenen Schädlinge aufhalten. Aber das versteht eine wie du wohl nicht. Der Stamm zieht ja auch rastlos umher und jagt alles, was ihm gerade vor dem Bogen kommt. Wie kannst du nur so etwas sagen? Und was ist mit Adaria? Stellst du die etwa auf eine Stufe mit gemeinen Wilderern? Okay, hört auf, wir haben jetzt für sowas keine Zeit. Ganz genau, wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Mondkalb. Also sehen wir uns die Hinweise dort doch näher an, die wir gesammelt haben. Gut, aber was gibt es da zu sehen? Das Fangeisen und der Pfeil sind zwar von Wilderern, aber sonst ganz gewöhnlich. Oder was denkst du? Was willst du genauer betrachten? Die Metflasche, so. Die ab 30 sehen die Leute für gewöhnlich als normal erwachsen an. Es gibt für alles Ausnahmen, aber sind wir doch mal ehrlich, dass kaum jemand unter 30 kann kochen, nähen, Formulare ausfüllen, nicht mehr ordentlich Preise, welchen Haushalten oder ganz schlimm, einen vollständigen Überblick bei seinen Finanzen. Für gewöhnlich zahlen sie bei jedem Mist drauf. Aber am Ende oft offen, vielleicht leider schon. Ja, das stimmt. Also, bei vielen muss ich dir recht geben. Also, ich musste auch einiges lernen. Ich bin Gott sei Dank relativ früh ja von zu Hause raus. Gut, nähen kann ich tatsächlich nicht. Das ist etwas, das, ja, keine Begabung für. Aber kochen, Formulare ausfüllen und sowas, das kriege ich tatsächlich schon hin. Aber es gibt halt auch so Sachen, wo, ja. Das kriegt nicht jeder hin. Da ist nicht jeder zu geeignet. Ich kenne auch, oder hatte mal eine Bekannte, die relativ lange bei ihren Eltern gelebt hat, die sich abhängig von anderen Männern oder von Jungs gemacht hat und die dann halt irgendwann einfach sich dann halt von ihrem Mann, von ihrem Freund da getrennt hatte und dann mit nichts da stand und nicht wusste, wie sie irgendwas zurecht kriegen sollte. Und ja, das ist dann auch schon traurig. Ich meine, ich kann wenigstens kochen. So, das ist ja schon mal was. Und ich weiß auch, wie eine Waschmaschine zu führen ist. Oder dass man nicht erstmal direkt das kauft, was direkt vor einem vor der Nase liegt, sondern dass man halt auch mal auf anderen Seiten oder in Läden guckt und sagt so, ach ja, okay, ne, das passt und das kann ich mir leisten, das kann ich mir nicht leisten und nicht sagt, so, ich gehe jetzt einfach mal shoppen, ich habe ja doch genug und gebe das ganze Geld für sinnlose Klamotten aus und seid halt auch tausendmal drauf. Nein. Einfach nur nein. Kannst du einen Knopf annehmen? Wie gesagt, nähen kann ich nicht. Das gebe ich ehrlich zu, ich kann nicht nähen. Ja. Ich kann vieles, aber ich kann nicht nähen.
Da bin ich wirklich ehrlich. Herr Held, habe ich gerade gar nicht gedacht. Schiene ultra wichtig. Also, tatsächlich, mein Vater ist über 50 und war bis heute nicht wie eine Waschmaschine betätigt. Genauso wie mein Großvater. Die haben das in den ganzen Jahren überhaupt nicht gelernt. Die wissen nicht, wie man eine Waschmaschine, geschweige denn eine Geschirrspüle betätigt, geschweige denn, wie man kocht. Die haben einfach keine Ahnung davon. Und das finde ich zum Beispiel traurig. Unsere Waschmaschine ist älter als Altaria. Ja, das stimmt. Zumindest die eine. Wir haben ja zwei. Aber die eine ist ja erstmal nur für Notfälle, falls uns die andere vorzeitig verlassen wird. Die andere ist ja noch aus meiner Wohnung. Die ich ja da, oder die wir ja damals neu dazu gekauft haben. Weil sie ja in der alten Wohnung kaputt gegangen ist. Na gut, wenn du es als irgendwie bezeichnest, irgendwie würde ich den Knopf bestimmt festkriegen, aber der würde nie so angenäht sein, wie er angenäht gehört. Ich kann auch eine Hose stopfen, aber auch das hält nicht lange, beziehungsweise sieht auch nicht gut aus. Also, ja, ich lasse es lieber. Das ist tatsächlich etwas, das lasse ich machen. Aber wie gesagt, beim Nähen fand ich das bisher auch nicht so schlimm. Das ist doch irgendwie seltsam, findet ihr nicht? Woher kommen sie denn dann? Und wenn sie so alt ist, warum sieht es so aus, als wäre sie erst kürzlich geöffnet worden? Jugendlicher oder junger Mensch dürfte arg daran zu knabbern, um Hufnarr zusammen zu bekommen. Ja, gut, kommt auf den Menschen drauf an. Also mir, gut, ich brauche eine Weile, bis ich das Geld zusammen habe. Aber wenn ich für etwas wirklich sparen möchte, wenn ich etwas wirklich haben möchte, etwas wirklich brauche und dafür sparen muss, dann schaffe ich das auch. Habe ich ja für meinen PC auch gemacht. Habe ich ja auch zusammengespart. Geguckt, dass ich das irgendwie zusammenkriege. Das sind das so viele Leute im Spiel. Das ist, ja, meine quasi Gilde. Also keine echten Spieler, sondern die Geschichtsleute hier. Mit denen ich ja gerade meine Geschichtsquests mache. Buskaos Narbe, genau. So nannte er seine Wachposten. Los, nichts wie hin. Vielleicht finden wir dort Spuren von Pavas Bande. Ja, sehr schön. Und nochmal suchen, oder was? Ich will aus dieser Kneipe gar nicht mehr raus. Die Musik ist cool. Okay, warte. Wo müssen wir hin? Da oben. Ich habe immer dieses Bedürfnis, auf Mauern zu klettern. Ich weiß aber, dass ich nie hochkommen werde. Oder Wilderer. Stufenabpassung 24, jo. Irgendwas gefunden? Überall Fußspuren. Ganz sicher von Mikotas Schuhwerk. Die Spuren sind ganz frisch. Sie haben uns vielleicht kommen hören und sind geflüchtet. Oder sie sind ganz in der Nähe. Ich würde tippen auf ganz in der Nähe. Deckung!
Sowas. Ich dachte, wir hätten wieder ein paar von diesen kläglichen Maskenträgern erwischt. Nicht, dass ich mich beschwere. Dein Gesicht zu verstecken ist verdammt nochmal unhöflich, wenn jemand mit dir spricht. Wo wir gerade über Manieren reden, meine Süßen. Das gehört sich überhaupt nicht, im Haus einer Dame herumzuschnüffeln. Das Pack für uns über Manieren belehren? Ich fasse es nicht. Sie sind in der Überzahl. Wir teilen uns besser auf. Die Anführerin gehört mir. Ich werde sie von der Gruppe isolieren. Euch beiden überlasse ich die Stellung hier. Wird gemacht. Oi, oi, oi. Hallo, meine Kätzchen. Können wir zum Beispiel reinziehen und das mit der Fliege ist. Das ist nicht meine Geschichte. Ich weiß, was ich noch so gesagt habe. Okay. Mir erklärt. Ja, stimmt. Ob sie eine Wilderin als Dame bezeichnen darf. Mit Zweifel. Wieso? Das kann doch auch durchaus eine nette, junge und gebildete Dame sein. Aus gutem Hause, wohlerzogen. Von den besten Wilderern. Das weiß man ja nicht. Ich bin da schon wieder gemeuchelt. Ja. Du kennst das doch. Hier wird immer gemeuchelt. Tue nichts anderes. Diese verdürfte Jungs, das einzige sein, was zutrifft. Versuch so mal mit reden. Ja, aber reden ist so langweilig. Reden tun wir immer. Gut, ich kann die Anführerin hier aber schon verstehen. Wobei das Haus jetzt nicht gerade so danach schreit, dass man da vorher anklopft. Ich meine, das sieht jetzt nicht gerade bewohnt aus. Würde ich mal meinen. Da gibt es, glaube ich, andere Gebäude. Ich habe auch noch. Sieht aus, als würde es einstürzen, wenn man anklopft. Ja. Ich glaube, es stürzt schon ein, wenn man es nur einmal anpustet. Das war's wohl. Wir haben sie alle erwischt. Und wo ist das Mondkalb? Hier lang. Mach schon. Oh. Zitze. Das war verdammt schwache Vorstellung, Schwester. Du nennst dich Mondstreuer, ja? Ein Jäger ohne Krallen ist nichts weiter als eine wehrlose Beute. Nein, bitte! Oh, schade. Zeit abgelaufen. Wir sehen uns wieder, mein Schatz. Was macht halt da steht da rum? Ja, das kann ich am besten. Fürs Rumstehen bin ich bekannt. Sehr bekannt. Ja. Die beiden stehen jetzt einfach nur blöd rum. Auch okay. Gut. Da sollen wir also ganz normal wieder zurück.
Apropos, hatten wir hier noch was im Bestiarium für den Südwald? Ja, obere Pfade auf jeden Fall. Obere Pfade. Okay. Die oberen Pfade, wie weit sind die? Okay, die sind hier. Das ist gut. Können wir das danach machen? Das sieht halt öfters mal, dass der Spielcharakter in der Cutscene einfach nur rumsteht. Ja. Vor allem, das sieht immer so aus, so nach dem Motto: Ach ja, lass die mal machen, ne? Passiert schon nichts. So ganz teilnahmslos einfach in der Gegend rumstehen. Ich glaube, das können wir echt am besten. Ein zweites Zuhause. Spielbar Eisuppe schwächen und besiegen. Okay, warte, das ist in die Richtung. Wie gesagt, ich darf nicht vergessen, auch noch nach dem Bestiariumsviechern zu gucken. Wenn wir hier schon mal sind. Können wir das auch einmal machen. Nabig-Antilope. Die sind aber ganz schön riesig, diese Antilopen. Alter, die Antilope ist dreimal so groß wie ich. Was hat die denn gefressen, dass sie so riesig wurde? Ich glaube, die hat zu viele Drogen zu sich genommen. Die hier, die haben doch eine gute Größe. Das ist auch ein bisschen groß, aber das passt ja noch. Abschließen. Stufe 29. Sehr schön. Und jetzt hoffe ich, dass wir hier irgendwo die Bestiariumsviecher finden. Nee, nicht Feldbereich, bitte. Hier sind aber welche. Okay. Bin nicht. Wird jetzt wieder Ewigkeiten dauern, bis ich die gefunden habe. Wirklich durch meine obere Pfade. Ich habe hier noch keine Grabranken gefunden. Das andere sind die Rotbauchblitze. Okay. Okay. Alles super. Huch. Das sah leicht lustig aus. Alle hintereinander her. Sächen. Dich habe ich gefunden. Hat ja noch geklappt. Hat ja noch geklappt. Einmal. Wie wohl von den 5 waren das, ne? Ja.
Müssen wir dann gleich nur noch nach den anderen suchen. Fertig? Ich auch noch. Gut, dann finden immer noch zwei davon. Oder wir sterben. Warte mal, das war gerade blöd. Scheiße. Ja, aber nachher habe ich Redanie zurück, ja. Das war gerade meine eigene Schuld. Warte mal, das war unser erster Tod. Nee, unser zweiter. Wir sind bei Ifridex schon gestorben. Unser zweiter Tod. Was ist das laut hier? Bitte einmal dahin. Ich würde hier beleben können. Ach, bist du auch im Spiel drin? Ah, alles gut, alles gut. Ist ja halb so wild. Warte, wo sind wir jetzt? Hier hinten. Obere Pfade sind dann in die Richtung wieder. Der Strauchdieb. Tada. Und jetzt bitte nicht nochmal sterben. Bitte einmal zusammenreißen. So. Ich muss jetzt nicht unbedingt direkt neben dem nächsten stehen. Ich weiß nicht, bei MMOs habe ich irgendwie mal so Phasen, wo ich dann irgendwann mal nicht mehr auf die LP achte. Die ganzen Lebenspunkte. Das wird mir immer sehr schnell zum Verhängnis. Wenn ich da nicht drauf achte. Deswegen starre ich auch meistens immer nach unten. Ich habe nichts gemacht und plötzlich fällt das Messer runter. Komm mal, Teller. Das ist, ja. Leicht unheimlich, aber okay. So. Jetzt ist die Frage. Wo sind die anderen Viecher? Wir brauchen noch die Grabranke. Wo sind hier Grabranken? Aber ich glaube, die müssten dann ja auf der anderen Seite sein. Oder? Weiß es nicht. Frosty. Da sind irgendwelche Tiere, aber ich glaube, es sind keine Grabranken. Nee.
365 Stunden später. Nein, dich will ich nicht. Halt, stopp. Manchmal frage ich mich echt, ob es die gewissen Tiere oder Mobs, die man suchen soll, ob es die überhaupt gibt. Bin mir da manchmal nicht so sicher. Da hinten kann es nicht sein, oder? Hallo Bezaubern, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Ich bin zu blind. Wir sind ja auch, glaube ich, nicht mehr im Gebiet, wo wir suchen sollen. Nein, sind wir nicht. Okay, gut. Brief vom Mühlenbruch. Ja, dann suchen wir sie halt von an. Oh, kein Problem. So, mein Mod ist auch bald da. So, dass es dann auch bald mit Herr der Ringe losgehen kann. Also ein paar Minuten. Aua, FF14 haben wir noch. Kann ich nochmal die einzelnen Sachen hier abgeben. Biete weiterlaufen. Ach stimmt, da haben wir sogar noch was zu essen. So, was nehmen wir denn? Eine neue Rüstung. Wir müssen unbedingt ein paar Sachen verkaufen. Naja, sieht ja zumindest nicht ganz so schlecht aus. Wir müssen hier über deine Waldläufer-Kollegen reden. Ich mache mir Gedanken um Lay und Sylvia. Du machst am besten selbst ein Bild. Sie scheinen mir seit kurzem so grüblerisch verloren. So kenne ich die beiden gar nicht. Kannst du behutsam herausfinden, was sie auf dem Herzen haben? Och Gott, ich bin als Seelsorger so schlecht. Lucien schickt dich, was? Komm schon, ich habe euch doch reden sehen. Verschwinde, ich habe dir nichts zu sagen. Na gut, wenn du es unbedingt wissen willst, ich habe beschlossen, die Gilde zu verlassen. Neugier gestillt? Die Sache mit Pava Mujuk geht mir nicht aus dem Sinn. Sie läuft frei herum. Und Nofika Shah und das Klageregiment legen bequem die Hände in den Schoß. Ich muss die Sache zu Ende bringen. Und wenn es nicht meinen Platz hier, wenn es mich meinen Platz hier kostet. So wie damals, als sie mir aus Nofika Shah, die mich aus Nofika Shah geworfen haben. Wir hatten sie. Sie war in unserer Gewalt. Und dann hat sie mir das Blaue vom Himmel heruntergelogen. Eine verwundete Kameradin, die ohne ihre Hilfe elend verrecken würde. Verdammt, ich habe ihr geglaubt. Ich war die dumme, unerfahrene Wache, die Pava Mujuk damals entkommen ließ. Was für eine Blamage für Nofika Shah, für Gridania. Aber nun ist die Stunde der Vergeltung gekommen, auch wenn es meine Dummheit von damals nicht tilgt. Eine Heimatlose wie du versteht das wohl nicht, was Verrat an den Deinen ist.
an der Heimat von den Leuten, denen du alles verdankst. Ich werde nicht sofort aufbrechen. Erst wenn ich in Erfahrung gebracht habe, wo sich die Bande aufhält. Und dieser Zeitpunkt wird bald gekommen sein. Wenn du so besorgt um mein Wohl bist, dann kümmere dich doch auch gleich um unsere melancholische Mikote da unten. Das Mondkalb schlurft umher, als ob sie das Schicksal der Welt auf den Schultern tragen würde. Mir persönlich ist das gleichgültig. Aber die Moral der Truppe könnte leiden. Ja, natürlich ist sie das gleichgültig. Ist klar. Sagen sie alle. Erinnerst du dich an deine Heimat? Hast du dir je gewünscht, nach Hause zu können? Ich komme aus einem kleinen Dorf mitten im Wald. Wir hatten nicht viel. Ein paar Toffeln ab und zu ein Baumhörnchen. Es war ein karges Leben, aber glücklich. Und dann kam die Katastrophe. Ich weiß noch, wie wir rannten. Wir rannten um unser Leben. Es war so laut. So laut. Und dann war ich auf einmal in einer fremden Stadt unter lauter Unbekannten. Aber ich wusste, wie man jagt. Ich war immer eine gute Jägerin. Und die Gilde hat mir die Möglichkeit gegeben, besser zu werden. Oder zumindest dachte ich, ich sei besser geworden. Pava, sie war mir so weit überlegen. Und das hat mich ziemlich zum Nachdenken gebracht. Vielleicht war es ein Zeichen. Vielleicht hat Silvia recht. Und diese Gilde, diese Stadt, ist nicht der richtige Ort für eine Fremde wie mich. Ich werde euch verlassen. Es war nur eine kurze Zeit, aber ich bin froh, dass ich dich kennengelernt habe. Bevor ich gehe, darf ich dich noch um einen letzten Gefallen bitten. Ich würde mich gerne noch einmal alleine mit dir treffen, an einem ruhigen Ort. Ich kann hier nicht versprechen. Komm in den Südwald, dann erkläre ich es. Dann erkläre ich dir alles. Oh ja, was die immer hier alles für extra Wünsche haben. So, jetzt will ich einmal ein bisschen was verkaufen gehen. Wir haben da so viel Kram im Inventar. Jo. Auf jeden Fall gleich vorm Spielwechsel will ich nochmal eine ganz kurze Pause machen. Kurz nochmal zum Klo. Bärchen. Kann ich bei euch eigentlich überhaupt was verkaufen? Ich glaube nicht, oder? Doch, hier. Ich werde nicht alles verkaufen, aber so ein bisschen was. Also diese Sachen werde ich sowieso nicht verkaufen, die behalte ich. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber... Ich muss ein bisschen Platz schaffen. So nicht verkaufen. Weil wir haben hier so viel Schrott drin. Kann ich ruhig mal ein bisschen was von verkaufen. Stimmt, das kann ich noch anlegen. So ist das Bett für andere Klassen. Okay. Gut, dann behalte ich den Rest hier. Waffen habe ich ja soweit. Gut, wie gesagt, das hier will ich sowieso behalten. Ausrüstung. Das hier verkaufe ich sowieso nicht. Okay. Da können wir den Rest wenigstens behalten. Nee, kaufen möchte ich gerade nichts. Wo ich nochmal gucken möchte. Tränke, Material, Farbstoffe, Reparaturstärkungen. Das hier? Ja. Genau hier war das. Wollte ich nämlich auch mal ein bisschen was kaufen. Schnelligkeit, direkter Treffer.
Wenn wir haben so viel Kohle, da können wir ruhig mal ein bisschen kaufen. Habe ich das denn automatisch oder ja, vielleicht? Ja, möchte ich. So, das will ich auch noch mal haben. Erstmal so ein bisschen Nahrung hier. Ich werde nicht alles kaufen, aber so ein bisschen. Ah, und Pastete. So. Ich glaube, das reicht erstmal, oder? Ich glaube, das ist mehr als genug zu essen. Und bei Tränken wollte ich noch einmal gucken. Heiltrank. Brauchen wir zwar nicht so oft. Aber ein bisschen kann nie schaden. Mal 5 Weichen davon. Okay. Sehr schön. Und alles die ganz kleinen Quests. Die will ich alle nicht. Ne, die will ich auch nicht. Unbekanntes Eosea hätten wir dann ja noch. Oder wir gehen wieder in den tiefen Wald. Warum habe ich das... Ja, ich war blöd. Ich war sehr blöd. Die hat eine fette Katze. Ich will die dicke Katze. Ich brauche die dicke Katze. Ich brauche diese dicke Katze. Ich brauche... Ja... Hallo Kaya! Und herzlich willkommen zurück aus dem Lurk. Okay. Keine Angst, Kaya, ich bin bald soweit. Ich will nur noch an einen Ort reisen. Und dann gehe ich einmal ganz kurz in die Pause und dann können wir mit Herr der Ringe starten. Hast du die Katze da gesehen? Jetzt sehe ich auch die Mauer. Ja! Genau hier. Huch. Das war ein Ball mit Tatzen. Ja, ich will den Ball mit Tatzen haben. Der war so süß! Ein flauschiger Ball mit Tatzen. In Fett. Achso, wir haben Reit hier. Furchtbar. Das war schön. Das war niedlich. Komme ich von hier aus rüber da? Die ist umgekippt. Nee. Die hat sich nur gefreut und hat den Bauch gezeigt. So. Ich weiß nicht, warum ich dieses Ding nicht harmonisiert habe, aber ich war blöd, dass ich es nicht getan hatte. So, dann machen wir hier nämlich beim nächsten Mal wieder Quest weiter. Wenn ich das jetzt hier einmal
machen. So. Dann. Nicht sowas von umgekippt. Ich denke, das ist gar wieder ein schwankes Reh. Ey, die Katze war niedlich. Die Katze war sehr, sehr niedlich. So, wie gesagt, ich gehe jetzt einmal ganz kurz in die Pause und dann geht es gleich weiter. Bis gleich.